Hallo, du schöne Seele. Heute geht's weiter mit der Erklärung zu den jeweiligen Archetypen. Und heute habe ich den Suchenden für dich. Der Suchende steht für die Einheit. Du siehst, die Karte ist schön am Glitzern. Der Suchende sucht die Einheit. Wie oft hast du für dich in dem Leben schon etwas gesucht? Wie oft warst du auf der Suche nach Liebe, nach Halt, nach Anerkennung, nach Geborgenheit? Das ist immer der Aspekt des Suchenden. Und du kannst es dir so vorstellen, wenn du auf deinem Schiff bist, und der Suchende eben Ausschau hält. Das heißt, der sucht, wo kann ich diese Einheit finden? Sei es in einer Beziehung, sei es in einer Freundschaft, sei es in einem neuen Job oder in einem neuen Haus. Und jedes Mal, wenn du versuchst, und da ist schon das Wort drinnen, dann Suchende dort irgendwo anzukommen, diese Einheit, diese Ganzheit zu finden, wirst du schlussendlich enttäuscht werden. Denn die Einheit findest du in dir. Der Suchende ist nämlich dazu da, um dich zu erinnern, dass die Einheit, die Geborgenheit in dir verankert ist. Dass du aus der Einheit geboren wurdest und diese Einheit immer in dir mitträgst. Die findest du nicht im Außen. Deswegen, umso öfter du dich im Außen auf die Suche machst, und oft ist es so, dass wir dann auch uns in irgendwelche Suchtthematiken verlieren, egal ob das dann Essen ist, Schokolade ist, Alkohol, Drogen oder sonstiges, das zeigt immer davon, dass ein Teil in dir sich nach Einheit sehnt. Und wie gesagt, diese Einheit, die findest du in dir, wenn du dich auf dein Schiff, auf deine Mannschaft, auf deine Archetypen besinnst. Und gleichzeitig ist der Suchende auch dem Vertrauen, diesem Urvertrauen, diesem ganz Bedingungslosen zugeordnet. Und der Mond ist heute in den Schützen gewandert. Und das heißt, Mond und Archetypen hängen nämlich auch zusammen, das erfährst du dann auch bei der Ausbildung, denn jedes Organ ist auch einem Aspekt, einem Archetypen zugeordnet. Und so kannst du dich heute, wenn du möchtest, mit deinem Zwerchfell beschäftigen. Denn das Zwerchfell steht für den Suchenden und steht eben für diese Einheit. Und vielleicht spürst du manchmal so einen Druck oder so ein unangenehmes Gefühl auf der Brust, dann frag dich mal, wo suchst du denn schon wieder im Außen, anstatt dich nach innen zu wenden und nach innen zu richten. Viel Freude beim Fühlen, beim Spüren und mit dir heute deine Einheit in dir finden.